Auswirkung der Prohibition, also des Cannabisverbotes und des Schwarzmarktes halt auf dieser, also durch den Anbau nur für den eigenen Konsum, was auch ohne Vermarktung, das heißt, also das Cannabis wird gar nicht erst irgendeinem Markt zugeführt, sondern die Abgaberegeln werden unter den Mitgliedern so geregelt, dass es halt gar keinem Schwarzmarkt zugeführt wird und so die negativen Auswirkungen und negativen Mechanismen eines Schwarzmarktes halt auch so völlig ausgehebelt werden. So, of course, with the help of a good lawyer, a capable lawyer, we think it must be possible to convince the judge that this initiative is not a violation of the intention behind the law. It might be a violation of the law in its wording, but not of the intention. And the judge should look at the intention of the law. Also Job sagt, mit einer guten Rechtsberatung wäre es sicher auch hier in Deutschland möglich, dass man einen Richter findet, der versteht oder der sieht, dass die Intention des BTMGs durch Cannabis Social Clubs nicht angegriffen wird oder nicht in Frage gestellt, nämlich die Gesundheit der Bürger zu schützen, sondern dass das Betäubungsmittelgesetz sozusagen da nur formell verletzt würde und dass deswegen, wenn man das juristisch entsprechend vorbereitet, man auch in Deutschland mittlerweile Richter finden könnte, die Gründung eines Cannabis Social Clubs nicht mehr per se ablehnen würden. So this is what has happened in Spain. 7 years ago, for the first time, a judge accepted the operation of a cannabis social club with the argument that in the Spanish constitution there is a margin for the private life of the citizen, of the people who live in Spain. They have a private life, a margin for what they do in their private housing, and collective or growing for cannabis use was considered as part of this private sphere, so there could not be a prohibition about it. Also vor 7 Jahren gab es in Spanien gibt es schon einen Haufen Cannabis Social Clubs, vor 7 Jahren gab es in Spanien, im Baskenland halt ein Gerichtsurteil, dass die Existenz und die Aktivitäten eines Cannabis Social Clubs für legal erklärt hat, weil man in Spanien in privaten Räumen, da ist die Privatsphäre sehr stark geschützt und in Spanien darf man in privaten Räumen durchaus Drogen konsumieren und auch Drogen, für, also Cannabis für den eigenen Bedarf anbauen. Das wird in Spanien nicht strafrechtlich verfolgt und deswegen hat es war im Baskenland, ich weiß nicht mehr welche Stadt, hat der Richter gesagt, okay, dieser Cannabis Social Club verletzt halt nicht, also es ist kein öffentlicher Verein, es ist rein privat organisiert und deswegen kann dieser Cannabis Social Club weiterhin legal operieren und das war in Spanien sozusagen das Startzeichen dafür, dass es dort jetzt flächendeckend Cannabis Social Clubs gibt. So now we have hundreds of clubs, some people say 900 clubs in Spain with tens of thousands of members. With even clubs that have opened to one day members, like tourists, if you walk around in Barcelona, you can find clubs where you can become a member and you can buy immediately. And there's even one village in Catalonia, Rasquera, who has offered to grow for many hectares of cannabis for the demands of one club in Barcelona. Ja, also mittlerweile gibt es in Spanien geschätzte 900 Cannabis Social Clubs mit Zehntausenden von Mitgliedern. In Barcelona sieht es so aus, dass es da sehr locker gehandhabt wird. Da kann man sogar als Touristenmitglied werden, also da muss man kein Resident sein in Barcelona. Und kann dort, ich habe es selber erlebt, das gehört jetzt nicht zum Vortrag, ganz kurz, kann dort wirklich für sehr gute Konditionen sich selber versorgen, natürlich mit Gegenvorlage eines Personalausweises und so. Und in Spanien ist es mittlerweile so, dass nicht nur im Baskenland von den Gerichten toleriert wird, sondern halt auch in Katalonien und auch in anderen Ländern, wobei in anderen Teilen des Landes wird es halt überall komplett toleriert, die können überall arbeiten. Allerdings ist die Organisationsstruktur hier und da ein bisschen verschieden. In Katalonien sind sie am lockersten organisiert. Im Baskenland ist das alles ein bisschen strenger. Aber es geht halt überall in ganz Spanien. And as we speak in the parliaments, the regional parliaments of
Catalonia and Basque Country, politicians are trying to work out a definitive regulation, law, piece of law to regulate the cannabis worshippers. Und vor allen Dingen im Norden, also im Baskenland und in Katalonien, versuchen halt auch die lokalen Politiker eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, auf denen die Cannabis Social Clubs dann komplett legal operieren können. Momentan ist es so, es ist halt noch ein bisschen Grauzone, es ist nicht verboten. Aber wie wir kennen das ja auch von uns, also was nicht verboten ist, heißt nicht unbedingt, dass es jetzt total erlaubt ist. Und deswegen arbeiten halt gerade, also in Katalanien und im Baskenland hat man halt gemerkt, dass es da auch einer Regulierung bedarf, die auf der man halt als Social Club halt auch legal operieren kann und nicht nur toleriert. Zahlen die da auch Steuern? Ja, der Paytax. Okay. Ja. Das wäre ja schon mal der erste legale Schritt, ja, wenn der Staat meine Steuern annimmt. Ja, but there is no regulation yet. They are still working out, but they are already paying tax. This is a picture from a greenhouse in Basque Country. This is how it looks like. The police knows about this. They have a good agreement. Und dann hat der Job eben noch kurz von dem spanischen Dorf Vasquera erzählt. Das ist ein katalanisches Dorf, wo die Bevölkerung, also die Einwohner inklusive Bürgermeister mit Mehrheit dafür gestimmt haben, dass sie halt outdoor auf dem ehemaligen Molidenhain Cannabis für die Cannabis Social Clubs dort anbauen in Barcelona. Allerdings, ich war im Februar da, das Projekt ist in der Schwebe. It's still a project, also es gab bisher noch kein Okay von den Behörden. Es gab bisher aber auch noch keinen negativen Bescheid, aber es steht halt noch kein Gas, aber die Gemeinde bietet das weiterhin an. Then in Belgium, we obtained two acquittances in the court in 2010, the second one, and from 2010 we are growing. We have three clubs now with about altogether 350 members. We are also then committed to, or we are tied to a piece of law that says that we are, as adults in Belgium, allowed to have one plant per person. So we grow on the principle of one plant per person, but in this way we are able to help about 350 people with a plant of about 20 or 40 grams every 2 months. Also in Belgien hat der Joop mit Enkwart auch einen Cannabis Social Club gegründet. Einige kennen ihn vielleicht schon, er heißt Backup Your Plan. 2010 hat er dafür sozusagen dann auch vom Gericht das Okay bekommen. Und seitdem haben sich in Belgien drei Cannabis Social Clubs gegründet, die auf der Basis einer legalen Pflanze gemeinschaftlich Cannabis anbauen. In Belgien existiert ein Gesetz, dass eine Pflanze nicht legal, aber halt toleriert ist. Eine Pflanze zum eigenen Anbau, ähnlich wie bei uns die geringe Menge hier, wird halt dort eine Pflanze zum eigenen Anbau auch nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Und auf dieser Basis hat der Joop halt in jahrelanger Arbeit seinen Track Up Your Plant gegründet, hat dafür auch viel Ärger bekommen über die Jahre am Anfang. Jetzt ist es allerdings... Does it matter how big the plant is? Yeah, that's... No. You can make 13 kilograms if you can, and then you've got one plant for you. 13 kilos on one plant, then it's really possible. Job. But most of our growers grow inside like this, yeah. And they get about 100 grams a plant if they do it well. But there are also many who are just starting. They get. But if you want to do it very well. And want to produce more than 150 grams, then you are allowed to. There's no regulation that you have only you can only use one lamp with 600 watts or something else. No, nothing about it. Only one plant a person. The voltage is not limited. Yeah? The voltage no. No voltage limit, so you can put on 40 lamps and you've got one plant. And you crash it down and you say, okay, it's still one plant. Das ist bisher in Europa bisher an noch kein, sag ich mal, Gericht oder an keine staatliche Organisation durchgedrungen. Das ist selbst in Holland nicht so gewesen. Das Cannabis College hat jahrelang einen herrlichen Keller gehabt mit fünf großen Pflanzen und da hingen über jeder Pflanze eine 600er drüber.
Die haben aus jeder Pflanze so 800, 900 Gramm rausgezogen. Und das war ein Klopper. Ja. Das, und so ein Ding halt auch allerdings, jetzt von vornherein, wenn man so da rangeht, meine ganz persönliche Meinung, wenn man so an dieses ganze Ding rangeht, macht man sich von Anfang an Feinde. Ja. Genau das ist der Punkt. Du musst es ja von dieser Seite, von diesem Aspekt sehen. Wenn jetzt reguliert wird, eine Pflanze pro Person, dann gibt es jetzt denjenigen, der Patient ist. Und ich komme natürlich mit einer normal gewachsenen Pflanze, mache ich mir nichts vor, komme ich eigentlich dann gut mit aus. Wenn eine erlaubt ist und ich kann mich vernünftig selber drum kümmern. Aber es wird natürlich immer welche geben, die sagen, ha, ich schaffe aber ein Kilo mehr. Ja, wir reden hier von Pflanzen, die Gott auch selber anbaut, tonnenweise auf der Welt. Ja, nicht mit Natriumdampflampe und ohne Dünger. Mit vollem Spektrum aber dafür. We come to this later. Ja, komm, ist ein sehr interessantes Thema. Lass mal den Job weiter reparieren. Und, also wirklich, ich finde das auch super interessant. Kommt da gerne später zu. Gerade mit der Wattbegrenzung und sowas, so finde ich sehr interessant. Ich finde, da sollte es auch andere Regularien geben. Aber das, wie gesagt, wenn man der Gesellschaft was klar machen will, was sie noch nicht so kennt, dann kann man nicht mit dem Tausendsten anfangen. Das ist halt der achte Schritt. Dazu musst du Grower sein, um sowas überhaupt zu kapieren. Und ich hätte jetzt auch nochmal eine Frage, und zwar, gibt es da so eine Art Stecklingsregel, dass man sagt, ich darf nur eine Pflanze haben die ganze Zeit, oder darf ich auch noch nebenbei eine Pflanze haben, die schon wieder nachwächst, dass, wenn die eine geerntet wird, ich die nächste Pflanze in die Hütte stellen kann? We are tied to one plant per person. Okay. Every plant that is in the pot has a identification. When it's harvested, it disappears. It goes into a stock where we have an administration of what happens with that. And then a new plant is put. Okay. So you have to grow from seeds, probably. Yeah. Nee, oder man regelt das dann anders. We can speak about, we have a total of 50 plants as a maximum, each grower. But you will see also afterwards that when you grow in a legal way, you are not focused anymore on get how much that you have to increase your production. It doesn't matter, you can put, of course you want to get more than 20 grams, but you don't go for maximum production because you don't need to. But I know a lot of patients, one plant is not enough for them. Well, if you organize things collectively, you will see that you can make a stand average. Uh-huh. So some people grow use less than they grow, average, and other people use more. But if you organize it collectively, you will see that you can help everybody. We go already right into the details. There is a difference with the plant. For us, there is a difference between the plant which is grown and the plant which is given. Okay. We grow the plant, but we cut it and we divide it in pieces of 20 grams or 40 grams, and that is going to the members. So somebody who uses more can grow, can consume. Patients, for instance, they have a privilege. But the member couldn't come to the cannabis social club and say, I have to smoke strawberry cuff all the time. When I go to the cannabis social club and say, I need this herb, then it's not possible. It is. If we can find a seed, or this person give us the seed or the clone, we will grow this variety and he will get it. Okay. From the so, ich will nochmal, ich hoffe, auch wenn es die meisten verstanden haben, also das läuft so ab, man ist wirklich dort auf eine Pflanze beschränkt. Der Club nimmt die Pflanze sozusagen entgegen oder den Samen, zieht das für den Patienten bzw. das Mitglied groß. Also es sind sowohl Patienten als auch Entspannungs-User, ludische User. Was? Ludische? Ludisch. Verspielte halt. Aha. Das Vorfahren halt. Ludisch. Also es sind beide Arten von Konsumenten sind halt Mitglied in dem Club. Patienten werden wohl etwas bevorzugt behandelt. Und
dadurch, dass kollektiv angebaut wird und die Pflanzen nachher nicht einzeln an die Mitglieder zurückgegeben werden, sondern es wird sozusagen, es darf jeder Patient eine Pflanze, also jedes Mitglied, Entschuldigung, bringt eine Pflanze und nach der Ernte wird es halt so aufgeteilt, wie es jeder braucht. Einer braucht mehr, der andere braucht weniger und es wird halt nach der Ernte so aufgeteilt, wie es jeder braucht, solange jeder genug abbekommt. Ja. Also natürlich hat jeder dann seinen Anspruch auf seine eine Pflanze, aber Job sagt, wenn man das kollektiv macht mit ein paar hundert Leuten, dann ergibt sich das schon, dass jeder genug hat. Aber auch das Richtige, das ist... Ja, das ist halt mit den Ansprüchen. Wir reden immer noch von was nicht so ganz legal ist. Step by step. Just a little bit about other countries. France, United Kingdom, Italy are in the same situation as Italy, as Germany. There is no legal basis for growing for own use, but the activists have taken this concept of cannabis social club to use it as a tool for campaigning. Also Frankreich, England ist im Moment sind noch gar nicht auch noch, die sind momentan in der gleichen Situation wie wir. Polen auch, das weiß ich, also Polen as well. Die Polen haben wir aber in diesen drei Ländern oder in diesen Ländern gibt es momentan sehr viele Aktivisten, die halt darauf drängen, ähnlich wie hier halt auch Cannabis Social Clubs zu gründen. In Frankreich, do you have that about France, that they already founded? Yes. End of March they founded a federation. They started with a federation of French Cannabis Social Clubs, so they tried to make an agreement among every activist in France that want to work with this, to make first a common agreement. And then they went to the judge, to the legal court authorities and said, we want to deposit the statutes for the French Federation. And they were accused of breaking the law, and now, 20th of June, they will have their first verdict. Also in Frankreich sieht es momentan so aus, da haben sich Aktivisten zusammengeschlossen und eine Dachorganisation gegründet, sozusagen für ganz Frankreich, dass sie in den einzelnen Departements Cannabis Social Clubs gründen wollten. Die haben eine Anzeige bekommen aufgrund von Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz, gegen das französische, und da wird jetzt am 20. Juni die Verhandlung sein, ob sie sich sozusagen registrieren lassen dürfen oder nicht. Da geht es ganz klar um die Registrierung, ob das halt ein legaler Schritt ist, sich registrieren zu lassen oder auch nicht. Wird spannend am 20. Juni. Ich denke, wir schreiben drüber im Hamsjournal. Also wer es wissen will, sollte uns dann am 22. lesen, dann steht es drin. And in Germany, we will hear later, of course, more about that. But you can say that there is already a political interest, because very soon, also thanks to the work of Georg in Anverband, there has been a parliamentary discussion about it already last year. It seems, I've heard that there is now somebody in Germany being allowed to grow one plant on his own. It's incredible the safety measures they want to put on this person, but it is the first step. And just as an anecdote, the potatoes were forbidden in Europe for 200 years. When they were introduced in 1500, until the end of the 17th century, they were forbidden, and they became legal because a French king ordered to grow potatoes behind military guards, under military guard. And then the people, they were very curious to know why it was only behind under military guard. They stole the plants, and then it became popular. So if that is the same is going to be with cannabis, then we have a beautiful future before us. Okay, also der Job hat eben erstmal von der neuesten Entwicklung erzählt, die wir heute Morgen auch erst mitbekommen haben. Da wird der Max noch ein bisschen mehr darüber berichten. Es gab schon mal einen Deutschen, der hatte von der Bundesopiumstelle einen deutschen Cannabispatienten die Genehmigung zum Anbau. Da haben wir damals auch drüber geschrieben. Das ist schon relativ lange her. Der hatte fast unerfüllbare Umbauauflagen von der Bundesopiumstelle bekommen, seiner eigenen Wohnung, Sicherungsmaßnahmen der Wohnung, die, ich habe es ausgerechnet, 40.000, 50.000 Euro gekostet hätten damals. Ja, also da ging es von einer Verdickung der Wände über Umbau der Fenster, über Einbau einer Sicherheitstür, eines Safes. Also
Ich komme vom Bau ursprünglich und habe es ausgerechnet, 40.000, 50.000 Euro müsste der gute Mann investieren und müsste das natürlich dann auch mit dem Vermieter klären, solange es nicht sein eigenes Haus ist. Daraufhin herrschte jahrelanges Schweigen. Eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass er das nicht macht. Und jetzt hat er sich allerdings dazu entschieden, unter Annahme dieser Auflagen eine Pflanze anzubauen. Wir werden sehen, was draus wird. Der Max wird da, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu berichten, nicht wahr? Aber das ist halt die News, die wir heute Morgen gekriegt haben, ist wieder ein Schritt in die entsprechende Richtung, wenn sicher kein Riesenschritt. Aber immerhin wird dann vielleicht demnächst in Deutschland die erste legale Cannabispflanze mit hohem THC-Gehalt stehen. Wer weiß. So, und zum Zweiten... Meine Frage dazu. Könnte das denn nicht einfach ein böser Bumerang werden, wenn dann im Endeffekt jetzt die eine Pflanze steht und er dann aber sich so eine 40.000 Anlage baut, dann für 40.000 Euro, dass die im Endeffekt sagen, ja, ihr könnt euch jetzt eure Pflanzen hinstellen, aber ihr braucht die und diese Sicherheitssachen und dann im Endeffekt jeder, der sich zu Hause so ein Ding hinstellen will, muss sich dann eine 40.000 Euro Sicherheitsanlage. Bin ich auch der Meinung. Deswegen können wir gerne nachher zu, ist ein sehr interessanter Diskussionspunkt. Darum geht es jetzt eigentlich ja gerade, es könnte jetzt ein böser Bumerang werden, dass er jetzt sagt, ich mache es. Ich denke das auch, aber wie gesagt, finde ich, das gehört dann, der Max hat in seinem Vortrag da auch noch ein bisschen mehr zu sagen und das finde ich auch einen sehr interessanten Diskussionspunkt für später. Dass das halt wirklich nicht, also finanzielle Auflagen sind, die sich ein durchschnittlicher Patient gar nicht leisten kann. So, and of course we hope that from this meeting at least some people will be interested to at least to keep informed about the next steps. Which has to be discussed in a more closer meeting. And then at least some people have already put an email list. There is websites where you can inscribe in order to keep informed. And there will be papers behind where you can write your email address, of course, if you want to stay informed. Yeah. Then we go to the four-step approach. Ja. So, also fasten your seatbelts. Jetzt kommen die vier Schritte zur Gründung eines Cannabis Social Clubs. Schreibt euch an, sagt der Jo. The first step, as we have done it in Spain, and or people have done it in Spain, and we have done it in Belgium, it always starts with a public presentation. You want to have the attention of the authorities for the ID. And the ID is not illegal. You are allowed to present an ID. But if you do it, a good thing is to do it together with somebody who is famous, who has authority in society, maybe a politician, maybe a writer or an artist, or someone that can give some credibility to the action and also helps to sort of soften the reaction of the authorities. If you bring a plant or if you bring a seed or if you bring cannabis to this action, you want to protect yourself a bit that the police is not going to repress it hard, and then it's good to have some famous person with you. Okay, also der erste Schritt ist natürlich an die Öffentlichkeit gehen. Ein sowas ähnliches wie hier. Man fängt dann meistens mit einem informellen Treffen an und gleichzeitig sollte man sich jemanden suchen, der in der Öffentlichkeit etwas bekannter ist. Der Job hat gesagt, eine kleine Berühmtheit wäre natürlich am besten. Ein Politiker, ein Künstler, der sich für die Sache einsetzt und der die Reaktion in der Öffentlichkeit so ein bisschen, die negativen Reaktionen so ein bisschen abfedern kann. Jemand, der halt in der Gesellschaft halt auch über Glaubwürdigkeit verfügt. Jemand, der halt auch in den Medien relativ präsent ist. Und dass man so jemanden mit ins Boot holt, um die negativen Reaktionen in der Öffentlichkeit erstmal ein bisschen abzufedern, zu kompensieren und das Ganze sozusagen eher auf die positiven Seiten fokussiert. Das muss halt jemand sein, der positiv besetzt ist in der Öffentlichkeit. And of course it's good to take one plant or a seed, because you see what happens with the media when they hear, they can show, they can have a picture of a plant or film a plant, they all come. This was our public presentation in 2006. There were three times more journalists than activists. So, dazu gehört natürlich auch, dass man irgendwas Illegales dabei, also eine Pflanze oder ein Samen, bei uns sind ja sogar Samen illegal,
eine Pflanze oder einen Samen halt in der öffentlichen Aktion sozusagen präsentiert, einpflanzt, wie auch immer präsentiert, um dann halt auch eine entsprechende Reaktion zu provozieren. Wobei hier der prominente Politiker oder Künstler auch wieder sehr hilfreich ist. Die Medienaufmerksamkeit für so eine Aktion ist allerdings auch ohne Prominente relativ hoch. Das heißt, wenn man sich entscheidet, solch so einen Schritt zu gehen, kann man sich sicher sein, dass man viel mehr Medienaufmerksamkeit hat als zum Beispiel heute. Then you have to make very clear in your action what is your goal. Your goal is to provide a sound, a legal, a healthy alternative to the illegal market. Und man muss sich ganz klar, man muss sein Ziel ganz klar formulieren von Anfang an. Das heißt, man möchte eine legale Alternative zum Schwarzmarkt schaffen. Für erwachsene, mündige Bürger, die keine problematischen Konsummuster aufweisen. So, you have to make clear that it is oriented towards public health. You want to grow biological, organic cannabis. You want to help patients. You want to control the product, so it cannot be contaminated like in the illegal market. Also es geht nur um positiv besetzte Dinge wie Gesundheitsschutz, wie Produktqualität, Reinheit, und es geht halt auf gar keinen Fall darum, Leute mit oder sozusagen den Schwarzmarkt auszubauen, sondern dem Schwarzmarkt sozusagen den Boden zu entziehen. You are a non-profit initiative. If people here, the combination between people who want to make money and deal with drugs, they get a bad taste. Ganz wichtig, kein Profit. Der Verein muss so organisiert sein, dass halt keine Gewinne entstehen. Denn sobald die Öffentlichkeit hört, Drogen, Cannabis ist eine Droge, und Geld verdienen, fällt sofort die Klappe. Das heißt, es muss von vornherein klar sein, dass dieser Cannabis Social Club ohne Gewinne arbeitet. Wie werden die Mitarbeiter finanziert? Yeah, it's not the same as to say that you cannot have economic transaction. You can earn money and pay your workers, of course, but it should be transparent. And we think in an association, it's better to have this control than in a Gesellschaft, in a private enterprise, because a private enterprise always keeps some things hidden for the clients. But if you are an association, the members, they have all right to see how much money comes in, how much money goes out, why a price is established like this. This is the difference. Also ein Verein wäre halt auch besser, um die ganze Sache transparent zu halten. Eine private Firma ist halt rein auf Gewinne orientiert, da geht die Transparenz auch relativ schnell verloren. Beim Verein würde es natürlich aber auch so aussehen, dass die Leute, die dort arbeiten, auch ein Salär bekämen. Das hat ja dann auch nichts damit zu tun, dass Gewinne gemacht werden oder so. Das muss ja halt nur transparent sein, und wenn halt mehr Geld reinkommt als rausgeht, kann das ja auch wieder im Sinne der Allgemeinheit investiert werden. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Leute alle ehrenamtlich arbeiten, wenn sie da arbeiten. In eurem Video in Belgien kostet das Gramm in diesem Social Club 6 Euro. Es gibt 190 Patienten und es gibt pro Patient eine Pflanze. So, jede Pflanze hat auf jeden Fall ihre 20 Gramm. Wenn man das jetzt viermal aufs Jahr hochrechnet und für 6 Euro verkauft, kommt man auf ein gutes Hündchen. Energie, Arbeitskosten, das ist alles immer noch zu wenig als das, was da rauskommt. We can speak about it later, I will tell you. Okay. Because the price is... As long as you establish the price together with your members, and everybody is there and everybody knows why this price is like this. Ja, würde mich mal interessieren, wie sich das zusammensetzt. Also es war gerade eine kurze Preisdiskussion. Das erklärt der Jung dann im Laufe seines Vortrags, erklärt er noch, wie sich der Preis von 6 Euro pro Gramm im Club dann zusammensetzt. And it's of course important that you state that you're willing to communicate with authorities, that you're willing to dialogue, so authorities can have insight also in how this club will function. Ganz wichtig auch, die Kommunikation mit den Behörden aufrechterhalten, zu jeder Zeit transparent arbeiten und den Behörden auch Zugang zu den Räumen verschaffen, wenn sie das wollen. So, if you have done this and there is no reaction of the authorities, or if there is only positive reaction, then you can go for the second step. Also, wenn man diese Öffentlichkeit hergestellt hat und vielleicht auch noch diese eine Aktion mit Samen oder Pflanzen gemacht hat,
und die Reaktionen der Öffentlichkeit waren vorwiegend positiv, kann man zu Schritt 2 übergehen, der da wäre? That is the creation of your association. You have to make statutes, you have to deposit them, you have to have an executive committee with a president, a secretary. I don't know how the requirements are in Germany, but I think more or less they are the same everywhere. You have to have some people who take the responsibility for the association. These normally, the addresses, the names of these people should be public. So it's a good idea not to grow the first plans at the house of these people, because everybody will be able to find out. Okay. Also der zweite Schritt wäre dann die Gründung einer Assoziation, einer Vereinigung. Also bei uns wäre es dann ein Verein in Deutschland. Nach dem Vereinsrecht, das ist relativ einfach, in Deutschland ist das gar nicht so schwer mit dem Vereinsrecht. Und dann müssen sich natürlich auch ein paar Leute dann für einen Vorstand hergeben. So in Deutschland braucht man mindestens 3 Vorstandsmitglieder für einen Verein. Die müssen sich dann halt irgendwie finden. 7 Gründungsmitglieder. Sieben Gründungsmitglieder, ich denke, das ist machbar. Und dann sollte man aber, wenn dann der erste Bauraum aufgebaut wird, sollte das nicht in den Lokalitäten der Vorstände sein, weil es dann relativ wahrscheinlich ist, dass die Vorstände, die halt auch mit ihrem Namen für diese noch illegale Aktivität stünden, dann halt auch die Repression erfahren würden. Das heißt, die Pflanzen sollten dann woanders stehen, nicht bei den Leuten, die sich registriert haben für den Verein. Und bei wem stellen wir sie? Bei dir. Bei mir ist leider schon voll alles, ich habe keinen Platz mehr. Wir müssen noch was anderes finden. Often the problem to find the first person is this, you can use my house to grow it. What you have to do when you start growing is to make immediately a documentation in which you, as an association, take the responsibility for this growing. Das ist Bankkriminalität in Deutschland. Ja, da kommen wir später zu. You have to make the first step. You have to make the first step to take the responsibility for the growing, and if you do that collectively, you hope that, of course, if there is a court case, the association will be. This in Germany, this only works with 10,000 members, nicht weniger. Also, there are no place in jail. I'm sorry, this is real. We will see. Anyway. This is the same way that people thought about it in other countries as well. I hope so. Yeah. But it worked out. Also, was wichtig ist, ist natürlich alle Aktivitäten von vornherein zu dokumentieren, damit sozusagen die Person, bei der das Cannabis halt angebaut wird, den Rückhalt der anderen hat. Das heißt, dass die anderen, die in dem Verein sind und halt auch mit anbauen, das auch richtig erklären, dass das halt dass sie das gemeinsam alle zusammen machen, dass nicht die eine Person dann den Kopf hinhält für eine Sache, die sie alle gemeinsam gemacht haben. Da fiel eben das Stichwort Bandenkriminalität, auch darüber haben wir schon intern viel diskutiert und denke ich, gibt es auch noch ein bisschen, gerade zu diesem Stichpunkt Bandenkriminalität, gibt es auch noch einiges zu sagen in der anschließenden Diskussion. Also das ist uns auch sehr bewusst. Of course, some things you have to decide with a small group. The group who maybe, if you can say, leads the initiative, they have to know what's going on. They have to know all the sensible data about where the plants are. You have to have a system to ensure privacy of the data of everybody who becomes a member. You have to organize this in a small group of people who really trust each other. That is difficult to share with everybody. But you can share a lot of information with all members, and you have to do that because that's your goal of being a transparent organization. That's also your weapon against any kind of corruption that can be. Also in a club, there can be people trying to get hold of this operation for their own interest. And also, it's a weapon against every suspicion that comes from the media or
politics that you can say, hey, wait, we are an open association, we are transparent, everybody can see what's going on. Also diese Transparenz ist halt auch für den Cannabis Social Club ein absoluter Selbstschutz, sagt der Jo. Denn ohne die Transparenz, also die Transparenz macht einen zwar etwas, sagen wir, angreifbar, weil halt alles sehr offen und nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch die beste Waffe in der Öffentlichkeit, wenn man gegen Unterstellungen und auch gegen Unwucht im eigenen Club und so weiter, also dass man halt von außen sicher wird, könnte das auch passieren, dass man versucht wird, einen von außen zu unterwandern. Auch das hat er später noch, wenn untereinander verkauft wird oder solche Dinger, das sind halt, dagegen schützt halt die Transparenz. Sowas darf halt alles nicht passieren, auch wenn es vielleicht für einige nicht ganz angenehm ist, weil man das bei Cannabis, bei dem Thema Cannabis, ist man Transparenz einfach nicht gewöhnt als Konsument. Man versteckt sich seit 40 Jahren, aber die Transparenz ist die einzige Waffe, die im Cannabis Social Club wirklich auch helfen kann, in der Öffentlichkeit zu bestehen und eventuell Gerichtsverhandlungen auch gut zu überstehen. Es ist nur die Öffentlichkeit und nur die Medien können uns da helfen, dass wir uns da gut darstellen. Und es geht, wie gesagt, immer wieder um die Intention. Dass man gegen bestehendes Gesetz verstößt, ist keine Frage. Ganz einfach. Es geht immer darum, dass die Öffentlichkeit sieht, die Intention ist vorhanden. Wir haben hier keine die Intention, Gras zu verkaufen oder an Gras Geld zu verdienen oder sich irgendwie oder sich sein Leben zu verbocken, sondern hier wollen alle einfach nur gechillt ab und zu einen kippen und dass das diese Intention ist. Und da ist die Öffentlichkeit halt die beste Waffe. You also have to produce protocols, house rules about how to allow members. You have to check that they are adult. Preferably that they are already cannabis consumers, or if they have an illness, that they have a proof that they have this illness for which cannabis is a remedy. You also have to establish very clear rules about that they are not allowed to sell or not allowed to produce damage to the association, because you can also have provocateurs who try to create division between the people or even create damage to the association. You have to expose them quickly, because you have to protect yourself. And also, especially we talked about this already, the protocol for the growers, that they know they have a protection of the association behind them if anything happens. Ja, Regeln sind auch wichtig innerhalb des Clubs. Das ist ganz wichtig, dass halt auch wenn das bei der Verteilung vom Gras oder beim Verkauf, dass halt alles wirklich auch dokumentiert wird, falls es auch Uneinigkeiten unter den Mitgliedern gibt oder so, dass alles wirklich nachvollziehbar ist, weil als Cannabis Social Club ist man wirklich angreifbar noch. Auch wenn man, es wird sicher in den nächsten Jahren auch kein Gesetz geben, das ist komplett erlaubt. Das wird, glaube ich, am Anfang auch in Belgien immer noch eine Grauzone sein. Man bedenke nur, dass bei einer Ernte die geringe Menge automatisch überschritten wird. Das ist schon mal so ein Ding hier in Deutschland. Also es wird sich immer ein Stück weit auch in der Grauzone sich befinden, und deswegen ist es halt super wichtig, dass halt auch für alles in der Club-internen Regeln aufgestellt werden. Gerade wenn es um Gras geht, um die Menge von Gras, wer wie viel kriegt, wie teuer Gras ist und so, müssen ganz klare Regeln aufgestellt werden, dass man im Nachhinein keine Vorwürfe bekommt oder juristisch angreifbar ist. Then about the price. We have established the price in our club by calculating all the costs that are necessary for growing, and to grow good quality cannabis you need to invest in good materials, in a good clever setup of your installation, you need to pay for electricity, you need to pay for water, and you need to give a compensation to the work that the grower is putting into it. We have established a price for indoor plantations that we pay for the grower 4.5 euro per gram, and we take another 2.5 euro for the organization that has to organize this. So we come to a price of 7 euro a gram. And it doesn't matter if it's indica or sativa. Yeah, we evaluate this price
every half year, and now there is voices among the growers who say there should be two prices, or there should be more prices even for indoor and outdoor, and sativa, indica. So we probably will have a diversification in our general assembly in 3 weeks. We will speak about this, and we will probably have a diversification. Also, der Preis des Grases wird, wird von den Mitgliedern selber festgelegt. Der bestimmt, wird bestimmt durch das Equipment, den Stromverbrauch, den Wasserverbrauch und natürlich die Arbeit der Grower. Die wird auch bezahlt. Der Job sagt, um also kontrolliert biologisch anzubauen, gutes Gras, muss man halt auch einiges investieren in Equipment und andere Dinge. Und der Grower wurde dann vom Verein festgelegt, der erhält 4,50 Euro fürs Gramm. An die Mitglieder wird dann noch Verwaltungsaufwand und für den Club halt also eine Rücklage oder keine Ahnung, halt, damit der Club weiter existiert, weiter arbeiten kann, noch ein Gramm, noch 2,50 pro Gramm draufgeschlagen. Das sind momentan 7 Euro pro Gramm, wobei momentan diskutiert wird, ob nicht zwei Preise besser seien für Sorten, die länger stehen und für Sorten, die kürzer stehen. Die Grower des Clubs fordern jetzt wohl, dass es mehrere Preise, dass es eine Preisstaffelung gibt, weil es in der Realität wohl sich erwiesen hat, dass die eine Sorte halt aufwendiger anzubauen ist als die andere. Short question, when you say, oder wenn du sagst, biologisch gutes angebautes Gras, Frage, do you use pesticides or fungicides? Only biological products. Only by you know pesticides or everything? No. Right? Also es wird auch alles ohne Pestizide und ohne Fungizide angebaut. Der Schädlingsbekämpfung findet biologisch statt. Ich denke mit nützlichen Nebenöl und so ein Krempel. Ich habe mit meinem. Of course, we have small growers. We have a maximum of 50, but the most growers have 20 or 30 plants. Of course, if you can make this in a big room, in a greenhouse with 100 plants, yeah, with 5 or 10 workers, then the prices go down. Yeah. But we cannot do this yet. It is impossible, not only because of the police, but because of other people who would like to know where you have a lot of grass stored. So we don't want to do that, and we cannot do it. But as soon as it becomes really legally regulated, then you can do it in a big amounts and then the prices go down. Of course, it will be 4 or 5 euro. Maybe. Also die relativ hohen Preise liegen wohl jetzt auch noch daran, dass das relativ dezentral organisiert ist, noch nicht so, weil es ja halt auch ein bisschen Grauzone noch ist. Der Grauer hat ja dann auch mehr als eine Pflanze. Job sagt zum Grauer, bei ihm im Club hat 40 bis 50 Pflanzen und mehr wollen sie einfach nicht riskieren und das nicht zentral machen, sondern die haben halt mehrere Grauer übers Land verteilt und dadurch sind die, also Wenn man es nicht zentralisiert, sondern halt mehrere Grauräume hat, wird der Grammpreis einfach etwas höher. Also je größer der Raum, umso günstiger ist der Grammpreis. Ja. Ich habe also für die Bundesopiumstelle eine Vollkostenrechnung machen. Mein Grammpreis liegt bei knapp 3 Euro das erste Jahr und dann runter bei 2,50. Mhm. Und das keine Arbeitskosten. Also meine Arbeitsaufwand ist da nicht bei. Ja. Und da wäre dann mal 3 Euro das erste Jahr und dann mal 2,70 haben wir ausgerechnet. Was für ein Strompreis? Also ich habe 20 Cent. But this calculation has to be made by the group. It depends on. But this is dann kein Biogras mehr, wenn du 16 Cent Strom gibst. I've got another question. When you've got a lot of little small growers, for me it's complicated to guarantee the quality. The purple haze in the one tent is another than in the other tent. Well, I think he's speaking about laboratory tests. Yeah. All this only makes sense if you have certified laboratory tests. Exactly. All this makes, this doesn't make sense before the seed companies don't have standards. As long as any seed company can write on their package what they want and or do what they want, as long as the basis has no standard, it has no sense at all, in my eyes. But what is the positive aspect of legalized marijuana when you don't know for sure that it's clean? And you only know... take all the clones of this and then you can guarantee. But I also see that this willingness to standardize your product and to
make sure that you can say, you buy this and you get this. This is also sort of an effort of people, can be an effort of people who want to take a part of the market. And with the diversity of cannabis, it's not possible. One of the good things of cannabis is that there is a lot of diversity around, and even the effect on someone of the same product can be different from time to time, from the state he is in. So you can only vaguely prescribe. Then we have to discuss with. Habt ihr gesagt, ich soll aufpassen, wen ich in meinen Club reinnehme, weil es könnten auch welche sein, die meinem Club schaden wollen oder der ganzen Sache. Wenn ihr sagt, ihr nehmt jeden auf, ist es denn auch wirklich, dass jeder, der von der Straße bei euch vorbeikommt, dann sagt, so, ich will jetzt hier Mitglied werden, dass ihr ihn aufnehmen würdet? Oder ist es auch ein bisschen so über Empfehlung von, dass jemand sagt, ich habe hier einen Freundeskreis von jemandem, der ist sicher, der würde unserem Club nicht schaden? Nicht, dass jetzt vielleicht ein bisschen weit, wie man das jetzt von außen und jemand sagt, oh, die nehmen ja jeden auf, dann werde ich da Mitglied und fange es an, auf der Straße zu verkaufen, nur um diesen Club zuzumachen, weil ich halt Kiffer nicht mag. Wie schützt ihr euch davor? In the first phase, you only allow people you know, or that people you know. Okay. But at a certain moment, we never advertise. We never say, become a member, or we don't do it. Okay. But there is, we have a membership on the internet. You have to send in. You have to have an email address because we do not phone. It's all on email. And then you pay your membership fee, €25 a year, and then we invite you and we start to grow for you. Okay. I have a question about the medical aspects from member acquiring. When you have your cannabis social club, is there an extra, what heißt ein Job, extra Stelle? Position. An extra position for the caregiver, or is the can attender the grower, the caregiver, the this is quite far. We have growers who grow, and we have people in the secretariat that deal with administrative issues. But no medical expert. There is one person in the secretariat working only for the medical patients, and there is doctors in the association that can come in when they're needed. Then, of course, you have to have a good policy on privacy. One of the reasons why people do not want to become a member of a cannabis club is because they are afraid that their data disappear, and it can have horrible consequences. Stichwort Datenschutz, ganz, ganz oben. Also so ein Verein muss alle Datenschutzrichtlinien noch besser erfüllen, als das gesetzlich vorgegeben ist, weil da haben die Leute halt auch sehr oft Angst, und das könnte zum Super-GAU führen, wenn da Lecks wären. Ja, wie geht das, gleichzeitig offen zu sein und Datenschutz zu beachten? Name and address of your members you do not need to share with anybody. Okay. That's not transparency. I mean, that doesn't have to be a transparency. Okay. The amount of people you have a member and more or less how much they consume and how much plants you have, that you can share. But the name and the address, that has to. For instance, here we can show you from far because it's private. This is a membership card for tracking plants, where the member declares that he gives the order to the association to grow his plant. And he can use this, he can do this thanks to the ministerial guideline of 2006. It's all in here with a copy of the ID. This is hanging around the plant, literally, all around the plant. Every plant has a card. So then, of course, it's we talked a little bit about it before already, to involve the members in your association, to have information from them about what they're looking for, how their experiences are, what their feedback is about the plants that you've grown. It's very important to evolve, to develop, but also to show to authorities that you're really doing what you say you're doing, to try to improve the health of
There was another question that we just got. About the growers. About the growers, that of course you have to follow your growers. You have to. The growers are the weakest link because there is people who always will find out how they make their own regulation and their own margin. So you have to find people who are capable of growing, who know what they do organically. They have the space and they are reliable. Well, we are in East Berlin. Lenin said, trust is good, but control is better. You have to install some mechanisms of control that is not Soviet Union-like, but it is social control. So as an association, you have the right, not everybody, of course, because the growing places should be discreet, but the people working for the association have the right to visit the production place. And then it's very easy to make a calculation of how much this place is going to harvest to produce. Of course, the growers, they consume free. We never charge their growers. So when the plants are harvested, then the growers take what they use for themselves and maybe for their partner or their brother or sister. That is okay. But then the rest is given to the association, and the association gives it to the members. Ja, also mit den Growern, das ist halt das Schwächste, die Grower sind das schwächste Glied in der Kette. Das heißt, man muss sich als Club, als Verein ganz besonders um die Grower kümmern. Das heißt, man muss sie halt auf der einen Seite sozusagen ganz besonders unterstützen, ganz besonders protegieren, halt auch schützen und unterstützen, falls sie Ärger bekommen. Auf der anderen Seite muss man die Grower natürlich auch ein bisschen kontrollieren. Das heißt, nicht nazimäßig oder stalinmäßig, sondern halt sozial kontrollieren. Das heißt, dass man halt ungefähr weiß, dann und dann die Mitglieder bzw. die Leute, die halt von den anderen dazu bestimmt wurden, zu supervisen. Sprich, meistens werden das dann Vorstandsmitglieder sein, die haben halt einen Zutritt zu den jeweiligen Grauräumen und dürfen sich einen Überblick da verschaffen, was in den Grauräumen steht, ob die Ernten halt auch, ob das alles klappt. Ja, sozusagen vier oder sechs Augenprinzip, dass ein Grauer nicht alleine vor sich hinwurschtelt und nach einem halben Jahr dann ankommt und sagt, hier, das ist meine Ernte, tschüss. Ist ja auch relativ logisch, wie gesagt. Vertrauen ist gut, aber gerade, man darf ja nicht vergessen, es geht um viel Geld. Es kann um viel Geld gehen, was wir ja vermeiden wollen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn da einer mal zwei, drei Hacks abzweigt, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn er zwei, drei Kilo Äpfel abzweigt. Ja, deswegen, da muss man halt ganz, man macht sich halt tierisch angreifbar damit. Und deswegen auch immer wieder diese Transparenz und dieses Aufpassen, dass keiner in die eigene Tasche wirtschaftet, das ist natürlich auch sehr verführerisch. Gerade der Job hat auch gesagt, man darf frei rauchen, dann sind die Grenzen bei manchen Leuten, ich habe jahrelang in einem Growshop gearbeitet, die Grenzen sind ja dann auch fließend. Zwischen Eigenkonsum, der Freundin was abgeben und dann irgendwie einem Freund was hinstellen und der geht dafür das Abendessen kaufen. Auf dem Tisch. Hier, bau dir mal ein und weißt du, da fängt es nämlich schon an. Ja, dann zahlst du aber die Pizza. Okay. Ja, und And one good advice is not to start growing with somebody who is still under court, who is still under in a court case, because that person is how do you say blackmailable? You can blackmail. Yeah. So it's not a good idea. Of course, you will have many growers who want to grow, but I have already got some problems with police, maybe. But if they have been solved over, then you can do it. Not to do it. Also keine Grower nehmen mit schwebenden Verfahren oder die auf Bewährung draußen sind, nicht um denen zu schaden, dann macht man sich erpressbar. Ja, und wenn man erpressbar ist, kann man halt nicht frei, noch unfreier agieren als man sowieso oder noch schlechter agieren als sowieso schon. Deswegen müssen die mit Grower eigentlich eine einwandfreie Reputation haben, wobei eine Vorstrafe wegen Growing kein Problem sei. Ja, aber sie darf halt nicht aktuell sein, also keine aktuelle Bewährung und kein schwebendes Verfahren. Ja,
The question of payment. Not yet. For example, if people are really very sick and don't have much money, do it from social money from state. For example, do we make any difference in your social club in between the one kind and the other kind, or don't we? Not yet, but we can already say that 7 euro a gram in Belgium, it's about 60% of black market price and 50% of coffee shop or pharmacy price. So we are already doing something for them. But the only difference we make at the moment is that we make sure that there is a group of patients, we make sure that whenever they need, they will have. The others will have to wait every 2 months. Every 2 months they can get a new plan. But if a medical patient needs it, he or she is helped immediately, and that we do with a surplus that we create intentionally by, or we keep it, that there is always a 10% surplus that we can use for these cases. Okay, also für Patienten gilt auch der 7-Euro-Preis, wobei der Job erklärt hat, dass das in Belgien sind das nur 60% vom Schwarzmarktpreis, also Schwarzmarkt ist wohl 13 Euro, Coffeeshop Preis an der holländischen Grenze ist 14 Euro. Deswegen haben sie wohl schon einiges für die Patienten getan und sonst können sie es noch nicht abgeben. Allerdings haben sie einen Stock von 10%, den sie von jeder Ernte zurückhalten. Das ist sozusagen das Notgras für die Patienten, und wenn dann ein Patient kommt, der auch Mitglied ist, kann er immer was haben von diesem Stock, der extra für Patienten zurückgehalten wird. Allerdings immer noch, also für die 7 Euro. Also auch ein Patient muss dort 7 Euro zahlen. But maybe in the future we will be able to lower the price for people who use really a lot. The insurance has to pay it then in the future. Yeah, naturally. Yeah. Well, my advice would be to start slow, small. So it's better to start with 10 plants and think as if it were 100 plants. And when you start with 100 plants, think as if it were 1,000. Always start small, but think as if big. And keep on to the principles: health, transparency, democracy. So, for the fourth phase, that is maybe only in Spain where they are reached that phase. Jetzt kommen wir zu Phase 4, wobei es da wohl bisher in Belgien auch noch keine Erfahrungen gibt. Jo befindet sich auch immer noch in Phase 3, Professionalisierung. Aber in Spanien gibt es wohl schon Cannabis Social Clubs, die sich in Phase 4 befinden. Where they're really able to speak with politicians about the advantages of this model. And it's very interesting to see that on a political level, politicians have never really thought about how to regulate. So it's new for them. And in Basque Country we see that that over all parties, every party has been willing to listen and to collaborate with the representatives of the clubs to find a real definitive regulation. Also Phase 4 ist dann die Phase, wo man sozusagen durch seine kontinuierliche Arbeit angefangen wird, dass die Politik wirklich zuhört, weil halt diese Clubs schon eine Weile legal operieren und wo sich die Politik auch für solche Modelle interessiert und sich das erste Mal im Leben darüber Gedanken machen, weil es wohl vorher noch nicht geschehen ist, wie man einen Cannabismarkt wirklich regulieren kann, ohne dabei Profite ohne dabei Jugendschutz zu vernachlässigen oder halt eine andere Art von Schwarzmarkt zu kreieren, ja, oder von Markt, wo riesige Profite hinterstecken. Und in dieser Phase ist man wohl jetzt in Spanien angekommen, in Katalonien und in Baskenland, wie ich eben schon gesagt habe, sind wohl alle politischen Parteien, die in den Parlamenten sind, daran interessiert, dieses Cannabis Social Club Modell dann auch als, sage ich mal, wirklich als Gesetz oder den Cannabis Social Clubs eine Basis zu schaffen, damit sie wirklich legal operieren können, nicht mehr nur toleriert.
two politicians that say it's impossible because we have signed the UN Convention against drugs. You can always say that this is not true. In the UN Convention, there is a clear article that says governments can allow for production of drugs when it is for medical or scientific reasons. Well, here we have medical reasons. We want to increase the situation of consumers of cannabis and of people who need cannabis to treat their illnesses. And for scientific purposes, because this is a beautiful concept to consider as a project, as an object for scientific research. So it's easy for a government to tell the UN that we have allowed these clubs in our country because of these reasons. Das Hauptargument von Politikern gegen die Einführung eines wie auch immer regulierten Cannabismarktes ist ja meistens die UN-Konvention, die auch Deutschland ratifiziert hat 1962. Und auch Frau Diekmanns bei uns oder fast alle SPD-Politiker, die sagen, okay, wäre ja gar nicht so schlecht, aber wir können gar nichts legalisieren, weil die UN-Konvention dagegen spricht. Allen Politikern kann man sagen, das ist nicht wahr, weil diese UN, da wird der persönliche Gebrauch von Cannabis für medizinische und für wissenschaftliche Zwecke ausgeschlossen. Das heißt, in den einzelnen Staaten ist freigestellt, Gesetze zu schaffen, die den persönlichen Gebrauch für medizinische und wissenschaftliche Zwecke von Cannabis erlauben. Das kann man durchaus mit der UN-Konvention vereinbaren. Da gibt es auch genug Beispiele schon auf der Welt, also dieses Argument zählt nicht mehr. Was nicht durchzusetzen wäre, also wenn man sich nicht aus der UN-Konvention verabschiedet, wäre eine Komplettlegalisierung. Da hat Deutschland ganz klar gesagt, das machen wir nicht, aber darum geht es ja nicht. Ein Cannabis Social Club würde nicht gegen internationales Recht verstoßen. And on EU level, there is a statement of the EU Commissioner of Justice in 2006, who says that the cultivation for personal use is a question, an issue for national governments. The EU has no competence to determine anything. Und auch auf EU-Basis hat der Innenminister, also der Kommissar fürs Innere der EU 2005 gesagt, dass der persönliche Anbau von Cannabis nicht einer EU-Regelung bedarf, sondern dass das die einzelnen Mitgliedstaaten selber regeln können, ob es erlaubt ist oder nicht. Just as a last thing, we have calculated for Belgium what it would be for the economy, what kind of implications it would have for the economy if we would open cannabis social clubs for the 300,000 cannabis consumers we have in Belgium. You must have here 3 million or? Between 4 and 8. 4 and 8 million. So you can imagine for 300,000 people, 300,000 consumers, if we would organize this in centralized cannabis social clubs greenhouses, we could create 10,000 jobs only for the growers and the people working in this. And we would create, if we would manage a price of 5 euro a gram, we could create 100 million euros a year in taxes based on 1 euro a gram of these 5 euro we could create by doing this. So imagine what it could be. Ja, also in Belgien hat der Job ausgerechnet, könnte man alleine durch das Cannabis Social Club Modell, so wie es jetzt existiert, wenn es ausgebaut werden könnte, einen Grammpreis von 5 Euro locker erwirtschaften. Das heißt, es würde noch ein bisschen günstiger. Und trotz dieses relativ günstigen Grammpreises könnte der Staat dort noch 100 Millionen Steuern pro Jahr einnehmen. How many inhabitants does Belgium have? About 10 million, but 300,000 euros. Okay. So, Belgien hat 10 Millionen Einwohner, 300,000 Kiffer. Und wir haben 80 Millionen Einwohner. Und die Zahlen widersprechen sich da. Momentan ist es nicht ganz klar, zwischen 4 und 8 Millionen Kiffer. Kann sich jeder ausrechnen, was bei uns da für ein Potenzial hintersteckt? Das sind mehr. Nee, mehr sind es nicht, aber zwischen 4 und 8 Millionen. Also Howard Marx meinte in seinem Buch, er hat am Tag eine Tonne Hasche in Berlin verkauft.
Ja, weißt du, wie von Berliner wieder nach Bayern runter geht? Kann sein, dass auch viel weggegangen ist, ja, aber es sind schon mehr als 8 Millionen. Das geht um die Hälfte sicher nach Bayern. Also, es gibt. Ich sag da gleich noch, ich will den. Das war jetzt das Ende vom Referat und also denkt einfach mal nach, wir sind 8-mal so viel wie die Belgier, bei den Belgiern sind es 100 Millionen und das beim Cannabismarkt, der sozusagen der Profitmaximierung entzogen ist. Ja, es geht jetzt bei diesem Regulierungsmodell nicht darum, das billigste und das profitabelste Gras anzubauen. Es geht immer noch darum, also Qualität und Versorgung steht vor Gewinnmaximierung. Und selbst bei einem solchen Modell werden 100 Millionen möglich. Und in Spanien kenne ich leider keine Zahlen. Ich weiß aber, allein der Cannabis Hot Club, wo ich in Spanien Mitglied bin, der hat sicher ein Kilo am Tag umgesetzt, mindestens. Ich habe mir das mal kurz hochgerechnet, nachdem ich da eine Stunde gesessen habe, und das ist einer von 30 oder 40 in Barcelona gewesen. Und da sind halt wirklich, und die haben auch eine Maximalabgabemenge. Ich wollte es eigentlich nicht tun, aber ich berichte das vielleicht mal kurz aus eigener Erfahrung. In Barcelona ist es so, man kann als Tourist auch Mitglied werden, da kann fast jeder Mitglied werden, braucht nur eine Empfehlung von einem anderen Mitglied, der muss einen sozusagen mitnehmen. Dann lässt man seinen Personalausweis da, ähnlich wie hier, unterschreibt ein Stück Papier und darf seinen Konsumbedarf eintragen. Man darf dort maximal 27 Gramm die Woche kaufen als Konsument, mehr geht nicht. Und die Preise bewegen sich auch ungefähr um die 6 Euro. Um die 6 Euro, wobei, was mir super gut gefallen hat, da die ja auch keine Profite machen dürfen, sind die Getränke alle umsonst gewesen. Also das war nochmal eine Nummer angenehmer als ein Coffeeshop. Man hat auch diese Touristenmassen nicht gehabt, wie man sie im Coffeeshop hat, weil da kommen halt nur Mitglieder rein. Das war alles so ein bisschen schön exklusiv, sehr gemütlich, wirklich sehr gemütlich. Keine Kiddies, also sowieso nicht, und einfach alles sehr sozial. Also man kam sich nicht wie im Coffeeshop so vor, dass man da halt einfach schnell einkiffen soll und eine Cola trinken und wieder gehen. Gab auch also Kicker umsonst. Perfekt einfach. Okay, but I think in order to regulate it, maybe in Spain, maybe in Belgium, the government would like to regulate, but they will never do it before Germany does it. Aber bitte so 10 Minuten. Ja, das Mittagessen an dieser 12.45 Uhr. Wir müssen es nur noch jagen.